Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zu LR17 Burche See zusammen mit dem Werner. Hallöchen und dem Randy. Hallo. Oh. So. Oh, hier wieder aus diesem Werfer rauskommen. Dip, 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 dip. Was ist denn hier? Da vorne. Ah ja. Ich habe hier einen Baum, der sich quergelegt hat. Meine Güte doch. Abladen. X. Ah. Okay. Hm. Und dann machen wir wieder aufladen. Ja, wunderbar. Hm. Ist schön, wenn ein Plan funktioniert. Das ist richtig. So, dann. Falsches Fahrzeug. Du fährst eh nicht mit dem Zug rum, ne? Nee. Nee. Na gut. Nee. Ich hätte schon wieder Angst um mein Leben, ey. Ey. Da war ich dich eh mal rückwärts aus Versehen gerannt. Ja, weißt du. Da hat schon bleibende Spuren hinterlassen. Das hätte jeden passieren können. Klar. Vor allem noch so: hey, du musst gleich bei mir sein. Brems! Okay. Ach, jetzt komm schon. So. Randy, hast du das beobachtet auf der Agritechnica? Mit diesen Champions, mit diesen Challenge-Dingern von Giants? Hab ich mitgekriegt. Da ging es irgendwie um Stapeln und so ging es da irgendwie drum. Genau. Okay. Ich weiß leider nicht, wer Erster wurde. Das habe ich vorab so nachzulesen. Hm. Kann ich ja leider auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Kollege ExitLP mit dem Koch-LP zusammen und noch jemanden, die sind, glaube ich, Platz 5 geworden. Mhm. Da habe ich mir im Video angeguckt. Ja. Ich habe nur mal eben, weil eben hatte das Giants auf Twitter gepostet, die Website, wo du da halt dich informieren konntest. Und da war halt auch diese Bestenliste halt dort. Und da habe ich halt nur gesehen, dass FSM irgendwie oben in den Top 10 war zu der Zeit. Ah, okay. Mit irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, das beste Team der Zeit hatte irgendwie 4 Minuten und ein paar zerquetschte. Ja. Also die Hälfte, was auch nicht schlecht ist. Aber, mit Excel, ich habe irgendwie, auf dem Koch habe ich irgendwas mitgekriegt, weil es mir angezeigt worden ist. Hat mich überrascht, dass der mit Excel dort war. Ja. Aber ansonsten, ja, habe ich jetzt so viel davon, was Agrotechniker angeht, nicht mitgekriegt. Weil die Dinger nicht immer am Arsch der Welt werden, würde ich zwar oben mal hinmachen. Ja, ich weiß. Aber sie sind halt am Arsch der Welt. Ja. Aber ich fand interessant, dass sie irgendwie eine Kooperation mit Dings eingehen wollen. Tiger. Oder was weiß ich, wie die Firma heißt, die diese komische Maus hat. Ropa, ne? Ropa, ja, ich wollte gerade sagen, Tiger sagt mir nichts. Ne, Ropa Tiger ist das Ding, oder? Ja, genau, der Rübenernter-Dingens und so weiter. Hat mich auch verwundert. Hat mich sehr verwundert, weil wir haben ja Holmer hier, ne? Wir haben eine Holmer-Maus drin, ja. Ja, eben. Deswegen, die müssen doch eigentlich einen Vertrag mit... Also, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ich möchte mich da jetzt nicht aufpushen oder irgendwas. Aber glaube, wenn die einen Vertrag mit Holmer oder mit Holmer haben, dann, weißt du, kann ich einfach sagen, yo, Jungs, jetzt nehmen wir Europa, weißt du? Ja, das ist bei uns halt extra ein, dass du halt mehr Vielfalt hast, ne? Ja, gut. Mich würde es halt nur interessieren... Als was kommt? Kommt es im 17er in Form von einem DLC? Kommt es erst im 19er? Mal, ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht, was Europa noch alles so für eine Produktpalette hat, aber die haben ja, glaube ich, auch mehr als die Maus. Ja. Europa DLC haben, wo ich mir denke, gut, das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber man kann gespannt sein. Bei Europa DLC könnte ich jetzt auch nichts mit anfangen. Achso, ja gut, wenn sie da wären, würde ich sie wohl verwenden, ne? Ja. Aber jetzt zu sagen, hier, das muss ich jetzt haben, sonst kann ich nicht mehr schlafen abends, so ist es dann auch nie, weißt du? Ne, ist richtig.
denke, also Rohbau bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Nur bei klar, Kartoffeln und Rübenernte. Alles schön und gut. Aber machen wir, also wir jetzt persönlich machen es ja jetzt gar nicht häufig. Nee, nee. Ja gut, vielleicht wäre das ein Anreiz, dass man es öfter und häufiger macht, ne? Ja, aber, ja, wer vielleicht, oben, das Ding ist halt nur, die Maschinen funktionieren ja theoretisch alle gleich. Ja, ja. Die Krimme, die wir jetzt drin haben, ob nur die Tektron oder die Mektron, oder wie die da heißen, also Rüben und Kartoffeln da halt, die funktionieren ja alle irgendwo nach dem gleichen Prinzip. Und die Krimme Maus, die wir jetzt drin haben, die läuft auch nicht gerade anders wie der Robot Tiger. Das sind halt einfach, der nimmt halt vorne auf dem Band und überlädt sie halt auf eine Maschine oder auf dem Anhänger. Jo. Und das war's. Ne? Das ist ja immer das gleiche Prinzip in dem Fall. Da ist jetzt nichts anderes dabei. Aber was mich zum Beispiel daran erinnert, was das unnötigste DLC im kompletten LS bis jetzt war. Ne? Ja. Das war das Väterstedt-DLC. Findest du? Ich glaube, das Väterstedt. Ja, oder war das Väterstedt? Ich glaube, oder? Ich würde tatsächlich, ich hätte das, also ich habe das Väterstedt mehr gefeiert, als wie zum Beispiel dieses Oldtimer-Dingens, weißt du? Ja, das war aber kostenlos. Ja, ja, schon, das stimmt schon. Oder Klassiker also, der Landwirtschaft, glaube ich, hat es geheißen, irgendwas. Genau, das gab es ja immer, oder gab es ja in dem Fall kostenlos. Aber so von den Bezahl-DLCs, ja, gerade wenn man jetzt auch mal an den 15er und so denkt, es gab ja damals, es gab doch damals im 13er oder war das im 13er oder im 15er, gab es doch ein DLC, wo war da eine Maschine nur drin? Dieser komische Pickup-Wagen da, der kleine, der hinten Aufbauten dran machen konnte, mit hier Gras aufsammeln und so, wisst ihr was ich meine? So Profi-Hopper-mäßig. Boah, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das ein separates DLC war oder ob es das auch als gratis Ding hinterhergeschmissen gab. Aber ich glaube, ich meine, das erste DLC, was ich im 13. oder was im 15er oder im 13er, schlimm, im 13er, das war dieses. Wie hießen diese Ostmarke da, die sie damit. Big Bad war ja hier. Big Bad war hier, ja. Das sind nur solche Ursus. Ursus, genau. Das Ursus-DLC. Das fand ich ja aber tatsächlich nicht schlecht, das Ursus-DLC. Nee, das war auch nicht schlecht. Da hat es ja mal neue Traktoren und hat es genau. Ja auch Maschinen. Das war ja noch so DLCs zu einer Zeit, da war das schön gemischt. Ja, also sprich, da hat es 3, 4, 5 Traktoren und der Rest halt Maschinen und so weiter und so fort und das war 15 Euro. Ja, na, ja, 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 ja. Dann das Väterstedt-DLC, das war irgendwie 10 Euro oder so und hat halt ein paar Saatmaschinen und ein paar Proben mit dabei. Genau. Warte mal. Dann gab es ein Holmer DLC, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Gab es nicht auch mal irgendwas mit Lindner? Ach ja, ja, Lindner, genau, aber Christian. Nee. Was? Nee. Was? Einfach mal Namen hin und her werfen, ne? Ist okay. Ja, Christian Lindner, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenn ich nicht. Ist ja noch in der FDP bei uns. Achso, ja, den muss ich nicht kennen. Ne, ist richtig. Lass mich kurz gucken hier. Ja, ja. Kein Problem. Ja, DLCs. Also, was auf Playa Platino. Ich merk schon, die Seite. Ja, doch, die Seite haben sie für Woga lang gepasst. Ich bin beeindruckt. Respekt. Respekt. So, gehen wir mal eine Runde. Seitec, krasser Partner, den mittlerweile Logitech gehört. IT Runner DLC. Das war wirklich, das finde ich immer noch cool. IG Runner feiere ich immer noch. Verwende ich ihn immer noch in Let's Plays. Achso, okay. Ja, IT Runner DLC gab damals. Dann Chasey B DLC. Oh ja. Im 15er. Das war eigentlich auch soweit ganz okay, obwohl man überlegen muss, es kostet jetzt 10 Euro. Ich glaube, das kam damals 15 oder Euro oder so. Da überlegst du, das waren 1, 2, 3, 4, 5. 5 Maschinen. Dann halt noch und 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Anbausätze. Ja. Ja. Das war also vom, wie soll man sagen, vom Dings her, vom Umfang her, ziemlich mau, aber ein relativ hoher Preis. Aber waren natürlich coole Maschinen, ne? Gerade JCB. Ja, gut. Ich glaube, da war auch der Radlader ganz cool und der Teleskoplader und so weiter. Ja, was ja auch süß war, war ja das kleine Kompakte in dieser Kompakte. Das war, glaube ich, auch einer der Highlights. Das war ja jetzt hier noch so ausmachen, bitte.
Prinzip. Ich besorge uns mal hier Gommerfrüchte von Feld 2, weil ich gesehen habe, dass uns das aus Zufall gehört. Ja, ja. Naja, Randy, der nächste Fixtermin ist auf alle Fälle am 30. November, glaube ich, ist das Strohbergungs-Addon, ne? Genau, das Strohbergungs-Addon. Das kommt dann ja auch. Wirst du da was Eigenes machen? Ich habe für mich beschlossen, dass ich das nichts Eigenes machen werde, sondern in den vorhandenen Let's Plays einbauen. Ich denke, ich werde eine separate Vorstellung halt machen, bla bla, aber so eigenes Ding, ne. Lohnt sich nicht, glaube ich. Das lohnt sich nicht, ne. Aber weil du gerade gesagt hast, Lindner DLC, also es gab noch von 15er Free DLC, das nennt sich NH Lader, das war so ein New Holland, ja. Radlader. Apropos New Holland, es gab ein New Holland DLC. Okay. Das gab's für einen 15er, da war New, was war denn da drinne? Kostet jetzt noch 5 Euro. Da war der New Holland Häcksler drinne mit sämtlichen Aufsätzen. Ja. Ja. Da war ein New Holland Häcksler drinnen mit 1, 2, 3, 4 Aufsätzen, das war's. Ah, das war alles damals? Das war alles damals, ja. Läuft. Dann gab's das Gold-Addon für einen 15er natürlich. Ja. Das ist klar. Da waren fürs Gold-Addon, da waren ein paar Traktoren mit drinnen, um genau zu sein, 1, 2, 3, 4. 4 Traktoren, ein LKW, 1, 2, 2 Drescher, ein Häcksler, plus halt die Schneidwerke, die du halt dafür kennst. Ja, ja. Ein Anhänger, ein Pflug, ein Dünger, zwei Düngerstreuer, eine Saatmaschine, ein Gruber. Und als Bonus gab es noch von Rustle Mesh den Nifa dazu, inklusive Schneidwerk und Modden für Dummies. Ah ja, das bringen sie auch jedes Mal irgendwie unter. Ja, ja, das ist richtig. Und das Free DLC, das gab's auch. Klassiker der Landwirtschaft, ja. Genau. Da und war Holmer DLC. Dann war das gab's auch. Dann war der Lindner im 13er, glaube ich. Das kann sein. Holmer DLC gab's auch. Kostet jetzt noch 10 Euro. Da habe ich mir nie gekauft. Hab das dann halt durchs Gold dann automatisch mit dazu gekriegt. Ja. Das war ja diese große Maschine, plus halt die Holmer-Dinger da und die Aufsätze für das Riesenvieh. Und ja, dann verließen genau. Sie ihn dementsprechend wieder. Und dann haben wir Kuhn DLC für den 17er. War das meines Erachtens nach, oder? Kuhn DLC war für uns. Ja, ja. Das war für den 17er für 15 Ocken. Waren halt die Haufen Kuhn-Maschinengeräte mit dabei. Big Bad DLC. Und jetzt eigentlich erstmal nur das Platinum. Also, wir haben im 17er dafür, dass er jetzt schon ein Jahr draußen ist, haben wir da eigentlich noch relativ wenig. Muss man dazu sagen. Also wir haben bis jetzt, wenn wir das Platinum-Addon mit einrechnen, 1, 2, 3, 3 DLCs erst gehabt. Ja. Naja, gut. 15er waren es ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verbindungen zum Spiel verloren. Läuft bei dir, Randy. 7 DLCs waren es. Ich speichere mal. Speicher mal. Hab ich gespeichert. Der Giant Engine reagiert nicht mehr. Oh, läuft. Finde ich sehr gut. Also dann läuft OBS durchgehend weiter. Multiplayer-Spiel betreten. Weiter. Nicht das Passwort zeigen, nein. Nein, nein. Oh Gott, so heißt das so und das ist das Passwort und weiter geht's. Ja. Ja, DLC-technisch, ja. Ja, im 13er konnte keine Verbindung zum Multiplayer-Spiel hergestellt werden. Okay. Läuft nicht so bei dir, glaube ich. Läuft momentan rückwärts. Fehler haben wir keinen in der Lok, also. Das wird irgendwas anderes gerade sein. Aber das Spiel mal komplett zu und starten es halt wieder neu. Da willst du einmal alle DLCs auflisten, ne? Und das hat Giants direkt gemerkt, weißt du, gesagt, oh, hier müssen wir ganz fix abdrehen. So, nochmal neu.
Es konnte keine Verbindung zum Multiplayer-Spiel hergestellt werden. Das ist komisch. Das ist sehr komisch, würde ich sagen. Aber, Randy, du kannst... Wir sind eh fertig. Gerne, ja, und dann gucken wir. Na, guck mal, gut, Freunde, Däumchen da lass ich vergessen, es wird immer lustiger und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Morgen ist das sogar schon, genau. Wenn wir noch vorbeischauen. Bis dann, da, tschüss.